Hallo Margit, schön, dass du mich wieder besuchst. Hallo Katrin. Heute kriegst du wieder einen Sprudel. Dankeschön, im roten Glas, wie immer. Ja, passend. Extra passend. Was ist heute dein Wort? Was nehmen wir? Ein Gouch? Ein Gouch. Gouche? Ja. Ja, Gouche, Gitsche, Gouche, Gitsche, Gouche. Gitsche, Gatsche, Gouche. Aha. Schaukeln? Schaukeln. Ich denke an ein Schaukelpferdle. Und ich denke wahrscheinlich eher an einen Spielplatz, wo die Gouch so runterhängt. Also so Seil oder an Schaukel. Kette. Ja. Okay, ja. Also Kette und unter das Brett. Mhm. Das, und da hat man gouched. Ja. Aber man sieht ja auch heute noch so, wenn jemand so auf dem Stuhl umeinander goucht. Ja, ja. Pass auf, gouch nicht, kannst du umhakeln. Genau. Mhm. Und das Gouchen kommt vielleicht von? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass wenn man beim Papier herstellen, schüttet man diese Masse, die feucht ist, die schüttet man so auf ein Sieb und dann wird es so gegoucht. Also das wenn es geschöpft wird. Danach, der Rahmen, ja, der Rahmen, und dann macht man Papierschöpfer das hoch, und dann hochziehen, abtropfen lassen. Und dann gaucht man. Und dann gaucht man. Wahrscheinlich, dass die Flüssigkeit rausgeht. Also schon dieses Wippen. Schaukelnde Bewegung mit dem Holzrahmen. Hin und her so. Ja. Auch um das gleichmäßig zu verteilen, genau, ne, die Papierschnipsel. Ja. Wie sagt man, wenn man einen Kinderwagen so? Gaucht man da, gaucht man den auch? Nein, ich glaube, eine Wiege kann man gauchen. Keine Ahnung. Eine Wiege, ja, aber weißt, wenn man Wagen so steht, kann, also, dann macht man da immer so vor und zurück. Das ist aber nicht gauchen eigentlich. Nee. Das ist schon ein Unterschied. Ja, wir warten auf eure Expertenmeinungen. Vielleicht hat auch wieder jemand ein schlaues Buch dazu. Lassen wir uns überraschen. Ade! Ade! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.